hallo, liebe Gruppenmitglieder von Pimp My Golf, herzlich willkommen hier bei uns im Golfclub Erlangen. Und wir sind gerade dabei, die ersten Fragen zu beantworten. Hier von Tamara, Frage Nummer 1. An welchen Kriterien kann ich deiner Meinung nach abschätzen, wie schnell ein Grün ist? Ja, es gibt ja diese sogenannte Stimp-Meter-Messung. Und das ist so eine Schräge und da wird ein Ball draufgelegt und dann wird es angehoben und sobald der Ball runterrollt, dann kann man die Entfernung abmessen und dann weiß man ganz genau, wie schnell diese Grüns sind, das sogenannte Stimp. In vielen guten Golfplätzen steht es auch angeschrieben und es wird dann an jedem Tag immer gemessen. Wir haben wohl kaum die Möglichkeit, uns darum genau zu bemühen und zu gucken und jedes Mal auszumessen, wie schnell die Grüns sind mit dem Stimpmeter. Deswegen gibt es eine andere Möglichkeit. Und zwar nehmt ihr euren Putter und euren Ball und geht auf das Grün auf dem jeweiligen Golfplatz, wo ihr spielt und macht folgende Übung. Ihr greift euren Schläger, stellt euch hin und macht euren Putt. Und zwar so weit, dass der Rückschwung exakt bis Mitte Fuß geht. Ja, also ihr macht euren Rückschwung bis Mitte Fuß und macht eure normale Puttbewegung. So, dann stellt ihr euch an den Ball hin, macht wieder eure Bewegung bis Mitte Fuß und geht durch. Das macht ihr 3-4 Mal und dann schaut ihr eben, im Idealfall liegen die Bälle dann genau beieinander. Und jetzt müsst ihr eins machen, ihr müsst nur noch die Strecke mit euren normalen Schritten ablaufen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, bei mir sind auf dem Grün mit meiner Putt-Technik bis Mitte Fuß sind es genau 7 Schritte. Wenn ich jetzt auf einem sehr schnellen Grün spiele, dann kommen da vielleicht 9 Schritte raus. Und meine Referenz ist eben, ich hole genau bis Mitte Fuß auf und gehe durch. Voraussetzung ist, ich stehe immer gleich, immer breit und mache immer die gleiche Puttbewegung. Und dann wisst ihr natürlich, wie schnell die Grüns untereinander sind auf den jeweiligen Golfplätzen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos und hilfreiche Tipps geben und wir sehen uns beim nächsten Video.